Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Und heute sind wir auf Ancora angekommen. Es ist wunderschön. Ein absolutes Winterwunderland mit einem Monster hinter uns, geil. Das ist der nördlichste Teil dieses großen Planeten. Es ist sehr kalt. Wickel dich warm in einen Umhang. Ich kann ein Zelt sehen. Wer wohnt hier? Es ist ein Lager der Ankh-Jäger. Es gehört meinem Freund Umi. Komm, ich stell dich vor. Wir sind auf einem neuen Planeten. Ich kann mich hier nicht umsehen. Sprechen. Moon, lange nicht gesehen. Endlich bist du gekommen. Hi Umi, ich habe jemanden mitgebracht. Das ist Argo, das Kind, das auf dem Planeten Dayland wohnt. Willkommen auf Ancora. Ein Freund von Moon ist mein Freund. Und Hute? Ich dachte, sie wohnt bei dir. Hä? Darüber möchte ich lieber nicht reden. Warum bist du hier? Die Patrouille hat mich auf eine Mission geschickt, die weißen Männer zu kontaktieren. Seltsame Dinge ereignen sich auf dem Planeten dieses Quadranten. Vielleicht kann der weise Nidavi es mit seinen hellseherischen Fähigkeiten aufklären. In letzter Zeit ist der Eis weise geworden. Der Eis? Das Eis? Es wäre besser, wenn du selbst zum Eistempel gehst und direkt mit ihm sprichst. Dann mal los. Seid vorsichtig wegen des Schneesturms. Nehmt diese heiße Suppe mit auf eure Reise. Suppe. Cool. Was kann ich bei dir kaufen? Käse. Eis. Komm, gib her den Scheiß. Fleisch, gib her den Scheiß. Alge. So wie alles. 300! Was ist denn da so teuer? Das Fleisch. Kaufen von einem 2. Klingt vernünftig, ne? Okay. Geil, ich steck hier fest. Danke, Troller. Danke. Oh, zum Glück bist du doof. Zum Glück bist du doof. Wir haben hier einen Brunnen, der irgendwie leer ist. Im Schneegebiet. Warum nicht? Kriege ich hier irgendwo diese Blumen her? Als plötzlich Open World. Das ist so seltsam. Aber ich habe meinen Zauberstab, ne? Und wenn wir eins von Pokémon wissen, ist, dass Feuer gut gegen Eis ist. Total seltsam, jetzt hier irgendwo anders rumzulaufen. Nimm das, Kleiner! Aber von dem bekomme ich bestimmt Fleisch und so ein Kram, ne? Wie ist das hohl? Magie zu wirken ist hier nicht wirklich das Wahre. Komm her! Oh nein, ich komme an den Loot nicht ran, ne? Ach Gott. Ich habe eigentlich nicht genug Ausdauer. Kostet das Ausdauer zuzuschlagen? Nein. Sehr gut. Eis. Naja. Besser als gar nichts. Ich weiß, was wir damit früher oder später noch machen können. Einfach aufbewahren. Aber was für ein Schneesturm überhaupt? Ich sehe überhaupt keinen Schneesturm. Also zwei Gegner laufen hier rum. Der helle Wahnsinn, ey. Das ist der Tempel. Er sieht fantastisch aus. Moment mal, hörst du das? Ich frage nicht nur einmal, was hast du im Eis gesehen? Die Eisoffenbarungen sind nicht für dich bestimmt. Verlasse diesen heiligen Ort. Dein letzter Schuss ging daneben, alter Mann. Schlaf jetzt. Stopp! Was? Argo, sei bereit zu kämpfen. Ja, ich glaube, das hat keinen Sinn. Hilfe! Ich pack meine Magie aus, Junge. Hä? Will ich mich verarschen? Ich lauf weg. Haut rein. War mir eine Freude mit euch. Frost. Das war knapp. Die Angst haben die Macht der Spinne herausgefordert. Früher oder später werdet ihr dafür bezahlen. Oh, Spinne. Geht es ihnen gut?
Weiser Nidavi, mach dir keine Sorgen um mich. Ein Ankh-Weiser wird nicht so einfach besiegt. Wer war das? Das kann ich nicht sagen. Kleine Moon, vielleicht ein Dämon. Wer auch immer es war, er scheint sehr mächtig zu sein und bösartige Pläne zu haben. Eines war sehr seltsam. Er kann mit Magie umgehen wie die Prinzen. Prinzen? Alle Prinzen. Ein Prinz! Das kann nicht sein, und so bald. Wo wohnst du, Prinz? Arko, so heißt du doch, oder? Ja, ich lebe auf einem kleinen Planeten namens Dailand. Dailand, der Winzling, ein Kleinplanet. Das darfst du niemandem erzählen, du musst es so lange wie möglich geheim halten. Zu spät! Es wissen jetzt 8 Leute. Mindestens. Nur die Sternenpatrouille darf Bescheid wissen, zu deiner eigenen Sicherheit. Was ist denn besonders an meinem Planeten? Er war ein fucking Pirat. Ihr seid beide etwas Besonderes, der Prinz und der Kleinplanet. Der Tag wird kommen, an dem der Kleinplanet Dailand dein Kristallherz enthüllt. Und dann wirst du alles verstehen. Moon, ich fühle mich unwohl. Können wir zurück nach Dailand reisen? Natürlich, los geht's. Es ist nicht weit. Okay, hab ich Hunger. Ich zieh mir den Käse rein. Nein. Garantiert nicht. Gib mir so eine Suppe. So, gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Vielleicht, keine Ahnung, Gänseblümchensamen? Halt, das ist doch ein neues Zelt. Ist nicht das Zelt, was wir schon kennen. Gute! Beste Freundin Moon! Komm schnell herein, draußen ist es kalt. Und wer bist du? Mein Name ist Arko. Ich bin auch mit Moon befreundet und lebe natürlich auf dem Zwergplaneten. Lass es alle wissen. Da solltest du dich glücklich schätzen. Moon ist die beste Freundin, die man nur haben kann. Ah, was reicht, Hute. Wir haben Umi gesehen, als wir ankamen. Habt ihr euch gestritten? Ah, dieses arrogante Ankh. Läuft es nicht gut? Er interessiert sich nicht für die Jagd und Abenteuer. Ich will eine Familie gründen, zusammen alt werden, ein neues Lager bauen. Aber dem großen Jäger des Nordens scheint das alles nicht mehr wichtig zu sein. Oh, Hute, sei nicht so bitter. Ich bin mir sicher, dass alles wieder gut wird. Ich will nicht mehr über diesen haarigen Angeber reden. Was kochst du da? Ich bin dabei, einen Eintopf zuzubereiten, aber mir fehlen noch einige Zutaten. Könnt ihr sie holen? Natürlich! Fleisch habe ich und Fledermausflügel, ey. Verkaufst du zufällig Fledermausflügel? Oh Gott, ich kann mir einkaufen. Aber besser als gar nichts. Und Wurzel hat sie auch noch im Angebot. Okay, pass auf, du kriegst ein paar Steine ab. Ich bin heute mal nett zu dir. Du kriegst ein paar Steine. Ich habe nur 22 Steine. Ja, dann, was magst du denn noch so Schönes? Milch kriegst du nicht, ist meine Milch. Wackelpudding. Hier, nimm. Freu dich einen Keks. Ich brauche die Tomate, die Wurzel. Da geben wir gleich 2 von allem. Wobei, ich sollte nicht. Ich sollte nur von allem einkaufen. So. Die Frage ist: Kann ich dieses ganze Blümchenzeug selber anpflanzen? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um. Ich wette, ich kann jetzt mit ihr jederzeit hierher reisen, aber wir schauen uns trotzdem mal um. Ich meine, für den Fall der Fälle, dass wir hier irgendwas finden. Aber das bedeutet, dass man hier auch Gänseblümchen finden kann. Na, guck mal, da ist schon mal irgendwie pilzartiges Viech. Keine Ahnung, was das war. Aber wir haben es jetzt. Dann legen wir uns nochmal mit dem Typen da hinten an. Ich kann nämlich jegliches Art von Loot, jegliches Art... jeden Loot gebrauchen. Hoppelihieschen! Komm mal her, Hoppelihieschen! Ich brauch dein Zeug. So, du gibst mir Fleisch. Und Mr. Schneemann mit 4 Armen? Was gibst du mir? Holz! Wow. Apropos Holz, darf ich mich hier bedienen? Schade. Ich hätte hier alles weggeholzt. Alles.
So. Das heißt, ich muss mit einem Fledermausflügel wiederkommen. Aber es kommen ja keine Fledermäuse mehr. Ist ja kacke, ne? Mal gucken, vielleicht finden wir noch irgendwie Fledermäuse die, oder eine Höhle oder irgendwas, wo die drin rumschwirren. Hey, gib mir eine Karotte, du hast doch eine Karottennase, oder? Obwohl, Karotten kann ich auch selber herstellen. Nice. Da sind wir ja lang gelaufen, ne? Wegen Hoppelhäschen und so, an dem wir nicht rankommen. Der hat ja nicht mal Arme. Das arme Vieh. Von der Natur vergewaltigt. Tut mir irgendwie schon ein bisschen leid, der Typ. So, ein bisschen Brot für Heilung, ne? Magen ist auch schön voll. Ach, so fühlt sich das doch gut an. Ja, schon so weit im Kreis gelaufen. Mir gibt es also nicht wirklich viel. Ich komme wieder mit Fledermaus, hast du nicht gesehen, Zeug. Okay. Aber gut, dann haben wir jetzt wenigstens die Gänseblümchen. Wir kommen voran, das ist schon mal sehr gut. Hinter mir ist irgendwie ein Lichtstrahl von der Sonne. Also nicht wundern, dass das hier gehört nicht zum Spiel. Das ist die Sonne. Guckst du? Obwohl, kannst du schlecht entscheiden. Ob das jetzt vom Spiel ist oder nicht. Na gut, kann ich mit dir hier direkt reden oder muss ich zu deinem... Ja, ich muss zu deinem Raumschiff, war ja klar. Wieso einfach, wenn es auch schwer geht? So. Ach, dafür brauchen wir den Treibstoff. Ich muss den Treibstoff bezahlen für ihre scheiß Mission? Ist das ihr Ernst? Endlich zu Hause. Ist alles okay? Ja, es war schön, den Ankh zu treffen. Aber heute habe ich erfahren, dass ich nicht lange von Dailand weg sein kann. Mein Herz leidet, wenn ich nicht da bin. Es war, als hätte ich einen Teil von mir verloren. Dann werden wir nie zu lange weggehen. Trotzdem würde ich gern noch einmal nach Ankora reisen. Gerne. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Eigentlich schon bitter, ne? Vielleicht hier, keine Ahnung, vielleicht 100 Quadratmeter, wenn es hochkommt. Ja, eigentlich mehr, ne? Eigentlich mehr. Aber tun wir einfach mal so, als wären es 100 Quadratmeter. Und kann hier einfach nichts machen. Der muss hier sein Leben verbringen. Arme Sau. So, Tomatis. Was haben wir noch? Ganz wenig. Kürbis haben wir ganz wenig. Und den Kohl. So, Gänseblümchen. Ja, cool. Kann man nicht anpflanzen. Ne, zumindest ist es nur ein Gegner. Oh, ich dachte, da kommt ein Gegner angeflogen. Das war der Fliegenpilz, den ich eingesammelt habe. Oh, apropos Fliegenpilz. Der kam ja dem Ganzen schon ein bisschen näher. Was habe ich denn eingesammelt? Giftige Flüssigkeit. Wow. Schon wieder? Was willst du? Ich habe nicht mal mit ihr gesprochen. Leute, ich habe nicht mal mit ihr gesprochen. Ich habe hier brav meinen Stein gesammelt und gesagt, ich habe keine Aufträge für dich. Verpiss dich, Junge. Okay. Fledermausflügel. Wo soll ich den jetzt herbekommen? Sonst keine Aufträge mehr? Hole 3. Ich habe 2. Ja gut, dann komm. Dann brauchen wir einen Sauerstoff. Hallo? Fliegen dahin. Holen uns diese Gänseblümchen-Scheiße, weißt du? Und dann ist gut erstmal. Dann ist erstmal gut. So, was haben wir denn da? So, hast du schon was Neues zu bieten, Dude? Wie war die Expedition? Ah, wir hatten einige Probleme mit einem maskierten Kerl. Er war sehr stark. Geht es dem alten Nivadi gut?
Ja, dank seiner Magie haben wir es geschafft, ihn abzuwehren. Ich habe nichts gesehen, weil ich weggelaufen bin. Der Maskierte ist entkommen, aber ich werde die Patrouille alarmieren. Früher oder später finden wir ihn. Mach dir keine Sorgen, Akko. Moon ist eine größere Entdeckerin. Sie bringt das alles in Ordnung. Hey, Akko, ist das Wetter auf deinem Planeten gut? Ja, die Temperatur ist fast immer gut. Warum nimmst du dich nicht eins meiner... Was? Warum nimmst du nicht eins meiner Wollschafe mit? Ah, sehr gerne. Da bin ich nicht so alleine. Dann nimm dir ruhig eins mit. Du musst nur eine Scheune fürs bauen und es füttern. Dann wird es bald Milch geben. Ah, und mit der Milch mache ich Käse. Hast du nicht gesehen? Okay. Hier brauche ich nichts mehr von dir, ne? Gut zu wissen. Dann gehen wir mal zu der Mrs. Troller da hinten hin und dann schauen wir weiter. Oh, hallo Mr. Schneemann. Nein, ich will hier nichts bauen. Oh, Mann. Oh, Level up. Aber gut, wir wollen ja zu... Na toll, jetzt der Loot weg. Danke, Spiel, danke. Wir wollen ja jetzt erstmal das letzte Gänseblümchen holen, ne? Und dann hätten wir wieder eine Mission quasi erledigt. Da hinten war sie irgendwo, ne? Recht irritierend hier, muss ich sagen. Aber gut. Eine Karotte. Ich wusste es, dass man bei ihm Karotten kriegen kann. Ich wusste es. So, kaufen. Gut, mehr wollte ich nicht. Dann gehen wir schlafen und sind schon Level 10. Nice. Was bist du denn? Guck mal, wie getarnt er ist. Das ist verdammte Eidechse, die getarnt ist. Lol. Aber man kann dein Leben noch sehen. Ist kein Fledermausflügel, aber gut. So. Jetzt ist es eigentlich nur noch abwarten und Tee trinken. Gehen wir erstmal schlafen. So, Beweglichkeit würde ich sagen heute mal, ne? Die kennen wir auch noch nicht. Da ist noch auf jeden Fall ein neues Gesicht im Gange. Oh, direkt Besuch. Hier, bitteschön, für den Zaubertrank, um deine Rückenschmerzen zu lindern. Oh, gesegnetes Kind, der Schmerz bringt mich noch um. So ist es besser. Und hier ist dein Märchenbuch. Vielen Dank, ich freue mich wirklich darauf, es zu lesen. Aber einige Seiten fehlen. Oh, habe ich das nicht erwähnt? Es ist eine sehr alte Ausgabe. Aber es hat nur 3 Seiten. Tja, aber der Umschlag hat eine sehr gute Qualität. Echsenhaut. Okay, ich habe ein verdammtes Buch. Was mache ich jetzt damit? Eine alte Geschichte namens Der Prinz aus Locks Bibliothek, 3 von 11. Der Prinz. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jo. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich im Land Bäume und Tiere zu kümmern. Jo. Und er sammelte die hellen Kristalle, die er finden konnte. Du hast diese Seite der Geschichte noch nicht erhalten. Ja. Danke für nichts, Arschloch. Hm? Gut, der hat nichts mehr. Ich hasse ihn. Umsonst. Ganzen Scheiß umsonst gemacht. So,
ist das halt manchmal. Manchmal sind Dinge umsonst. Ja. Gehen wir in die Mine. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, ne? So, mir fehlt ein bisschen Leben, aber egal. Ach, am Feuer heilt man sich. Ach. Er ist doch weg. Er ist doch weg. Verschwinde. Wir wollen dich hier nicht. So. Wie in der Geschichte müssen wir halt die Kristalle sammeln, ne? Dafür wurden wir geboren. Ich bin Kristallsammler. Nachname Zero. Kristallsammler Zero. Gut. Ja, eigentlich... Das ist das Problem in diesem Spiel. Ich meine, ich könnte jetzt... Ja, Landwirtschaft betreiben und so ein Scheiß, ne? Aber wenn mir das Wasser ausgeht, was willst du dann machen? Dann kannst du nur da hocken und Steine kloppen. Wie im Gefängnis. Dieser Planet ist einfach wie ein Gefängnis. Es ist einfach eine Strafe. Stell dir vor, für alle, die gerade so um die 15, 16 sind, ihr landet irgendwo auf einer einsamen Insel, wo ihr nicht mehr wegkommt. Und das Einzige, was ihr da machen könnt, ist Steine kloppen. Ist doch der pure Horror, oder? Der pure Horror. Wenn ab und zu kommt jemand vorbei und kauft euch die Steine ab. Das ist der Knast. Das ist wie im Knast, Freunde. Wie im Knast. Aber naja, ne? Nichts im Leben ist geschenkt. Das Problem bei diesem Spiel ist wohl, ja, dass man warten muss. Und das ist halt so eine Eigenschaft, die... Hat nicht wirklich jeder drauf. Die wollen immer vorankommen, immer weiterkommen. Belohnungen dafür bekommen, dass sie weiterspielen. Hier bekommt man Belohnungen, indem man wartet und dann vielleicht was macht. Ach ja, stimmt, Stall bauen, ne? Bauen wir einen Stall. Wir haben ja hier vorne noch genug Platz, ne? Packen wir den hier hin. So. Du hast neues Rezept gelernt, Stroh. Endlich kann ich Schafe auf meinem Planeten halten. Ich bringe euch alle um. Ah, Stroh. Was brauche ich denn für Stroh? Jetzt kommen wir wenigstens langsam voran, ne? So, schauen wir mal. Stoff. Und wir brauchen 6-mal Stroh. Ups. Das war... So. 5. Okay, wir haben 6-mal Stroh. Oh, Superschmiede als Erfolg freigeschaltet. Oha, oha. Wir brauchen 3-mal Stoff. Okay. Als nächstes wird wieder Baumwolle gefarmt. Krieg ich 1-mal Stoff hin. Super. Okay, die Baumwollfarmjagd geht weiter in die nächste Runde, Freunde. In die nächste Runde. Oh. Mein Freund, der Steinabholer. Baumwolle, ne? Ja. Weißt du, jetzt habe ich wenigstens... Boom. Ich sehe, du hast ein paar Steine aus der Mine für etwas Metall transportiert. Ja. So? Hab dich. Oh oh. Wer bist du? Psst. Sprich nicht so laut, sonst werde ich entdeckt. Deine blaue Katze ist in mein Haus gekommen und hat mein Essen geklaut. Oh, bitte verzeih, Boom. Sie ist manchmal ein bisschen ungezogen. Gib mir zurück, was sie geklaut hat. Psst. Hier, bitte, ich flehe dich an. Bitte sei nicht so laut, wenn ich... gefunden werde ich auf diesem elenden Planeten zurückgelassen.
Danke. Bist du ein blinder Passagier? Ich bin Yuki Miao, ein Katzenmädchen. Katzenmädchen? Viel süßer als menschliche Mädchen. Schau dir meine Ohren und mein niedliches Naschen an. Näschen an. Ich weiß ja nicht. Du bist wirklich seltsam. Hübsch, ja, seltsam hübsch. Ich reise versteckt auf Handelsschiffen mit Bohm und ich suchen nach Süßigkeiten. Wir essen sie so gerne. Bohm muss sie nicht klauen, ich könnte euch welche besorgen. Ah, ich habe aber kein Geld, ich bin doch nur ein armes Mädchen. Das ist nicht wichtig. Ich bringe dir einen Lutscher. Aber lass meine Sachen in Ruhe. Stelle einen Lutscher für Yuki her. Muss ich nicht. So. Wir haben unser Piratenschiff fertiggestellt. Es ist da. Es ist das schönste Schiff, das man sich vorstellen kann. Oh, und ich sehe so stattlich aus am Steuerrad in meinem Kapitänsmantel mit meinem herausfordernden Blick. Nächste Woche lichten wir den Anker und setzen Segel. Meine Piraten brauchen Köder zum Angeln. Es wird eine lange Reise und du weißt ja, wie hungrig Piraten werden. Ich kann Insektenlarven besorgen. Perfekt, 8 Larven sollten für diese Reise ausreichen. Die muss ich doch kaufen. Was heißt hier besorgen? Ich will Steine verkaufen. Der Typ kommt nicht so oft her. Ich habe ein Schaf, das ich verkaufen kann. Okay. Nimm all meine Steine, sei glücklich damit. So, hau rein. Mrs. Katzenmädchen, sie auch. So, gut, Freunde, in der nächsten Folge werden wir wieder zurück zu den Minen gehen. Und dort werden wir dann die nächsten Steine wegräumen, bis der Typi wieder ankommt und sie wieder mitnimmt. Ich bin gespannt, ob sie gleich in den 30 Sekunden, wir bleiben noch ein bisschen hier, ob sie da gleich mitgeht. Was ist, wenn ich währenddessen mit ihr quatsche? Kann sie doch nicht abhauen, oder? Geht die Zeit weiter? 20, 19, 18, 17. Nein, die Zeit bleibt stehen, wenn ich rede. Wenn ich rede, bleibt die Zeit stehen. Aber Monster können laufen. Ihr seht, wo das Problem ist. Ich versperre ihr einfach den Weg. Sie kommt hier nicht weg. Du kommst hier nicht weg, kleines Mädchen. Du wirst doch für ewig hier verdammt sein mit mir. Bis morgen. Tschüss.